Ab geht es in die Werkstatt. Und in der Werkstatt pimpen wir unsere HSV-Rolle. Also rein da in die Werkstatt. Wir gucken mal eben hier nach den Rollen. Eine bzw. meine erste HSV-Rolle ist mittlerweile soweit. Sie ist ein bisschen durch. Hat ein bisschen gedauert. Ich meine, ich nutze die ja auch nicht täglich und vor allem nutze ich sie nicht als, tja, oder ich sag mal am Limit. Also ich nutze sie zwar auch mal für Karpfen, aber wie gesagt auch eher mal auf Karpfen und nicht hauptsächlich als Karpfenrolle. Ich nutze sie als Allround-Rolle. Ich habe sie zwar auch natürlich hauptsächlich auf meinen Feederruten drauf, aber ich verwende sie eben auch gerne fürs Spinning, gerne auch oder sehr gerne auch fürs Schleppen am Koori zum Beispiel. Wenn man da dann mit einer Monoschnur unterwegs ist, geht da richtig viel Schnur drauf. Also hier auf den großen Spulenkopf sehr viel Schnurfassungsvermögen, das ist halt tipptopp. Und wenn wir hier in den Stats halt sehen, ne, da passt halt super viel drauf. 15 Kilo reicht auch in der Regel. So, jetzt wird das Ding gepimpt auf, ja, eine größere Bremskraft. Was ich allerdings nicht mache, ist, mit der besseren Bremskraft ein deutlich anderes Setup verwenden. Das heißt, ich werde das Ding trotz allem immer noch mit einem ähnlichen Vorfach. Ich hatte vorher zum Beispiel beim Grundangeln auf Karpfen einen 17er Vorfach drauf, eine 19er Monoschnur. Und das werde ich jetzt nicht irgendwie verändern. Ich lasse das so und verwende die Rolle so, wie sie als Basisvariante quasi vernünftig eingestellt ist. Bloß mit einer besseren Bremse, damit das Gesamtteil und die gesamten Komponenten nicht durch das härtere oder durch die stärkere Schnur noch mehr verbraucht, verschlissen werden. Das heißt, auch da ballere ich jetzt hier nicht irgendwie direkt eine 20er, also 19-20er Vorfach drauf und so weiter und fahre das Teil dann hart am Limit, 17er Bremse und dann die Bremse auf 29 drehen, sondern ich lasse das bei, also beim Setup, gleich eingestellt, damit ich einfach nur mehr Leistungsreserve habe und diese Bremse nicht mehr so hart am Limit fahren muss und dadurch dann auch nicht mehr so viel Verschleiß habe bei dickeren Brocken. Wenn mal ein dickerer Brocken reingeht, dass man dann halt auch ein bisschen hochdrehen kann, aber eben nicht die ganze Zeit hart am Limit das Ding durchwemsen, dann ist es nämlich ratzfatz auch im Eimer. Meine Bremse ist jetzt gerade, das ist ja, wie gesagt, meine erste, die ich mir mal geholt hatte. Die ist jetzt gerade bei 27,7. Wir gucken hier gerade auch mal eben rein. Wenn wir hier mal das Original nehmen und die jetzt hier ersetzen mit 15,4 Kilo. Und dann gucken wir mal hier ins Detail. Sehen wir, ja, wir haben immer Komponenten, die einmal zurückgegeben werden. Das heißt, wir geben zum einen hier diese schrottige oder ja leicht angeschlagene Bremse zurück, kriegen dafür eine kleine Gutschrift von 31 und müssen dann natürlich die neue Bremse bezahlen plus Arbeitskosten. Das Ganze hier, ich bin halt am Wolchow, das Ganze ist halt sehr praktisch, wir können hier die ganzen Komponenten mit Silber bezahlen und ja, das dauert dann halt ein bisschen, ne, Ingame-Zeit, ein Tag, 8 Stunden jetzt nur für das Austauschen dieser einen Komponente. Wir gucken mal, was ich alles gleich austausche. So ganz viel wird es aber, glaube ich, noch gar nicht sein, weil so kaputt ist das Ding noch nicht, dass ich das jetzt hier rund erneuern müsste. Also, ja. Das wäre jetzt hier erstmal ein wichtiger Punkt, was man auch sieht oder was man halt im Blick behalten muss. Und das müsste man tatsächlich ein bisschen testen, wenn ihr mehrere Rollen habt, die ähnlich vom Verschleiß sind. Es gibt immer so ein paar Knackpunkte, so ein paar Knotenpunkte oder so ein paar Punkte oder Prozentzahlen, an denen auf einmal der zurückgegebene Wert drastisch sinkt.
Ich habe das jetzt hier ausgewählt vor 30%. Bei anderen Rollen ist es so, dass es so um die 30% so einen Punkt gibt und dann höchstwahrscheinlich nochmal bei 50%, weil ab 50% ja die Anzeige dann auch da ist, dass da irgendwas kaputt ist. Also würde ich sagen maximal bis 49%, wobei das halt schon hart ist. Wenn ihr das Ding hier dann nur noch mit halber Bremskraft, also 49% Verschleiß fahrt, dann ist das Angeln mit dem Teil, ja, ich sag mal vielleicht einer alten Festung auf Brassen vielleicht noch möglich. Dann holt man sich wirklich mit dem total verschlissenen Gerät die letzten paar Silber raus auf Brasse. Wartet also so lange, dass man dann hier vielleicht auf 49% ist. Und dann repariert man. Dann hat man das Teil auch wirklich bis zum letzten durchgeangelt. Das Maximum, glaube ich, rausgeholt. Das wäre, glaube ich, das höchste der Gefühle. Ich würde aber sagen, so bis 30%, da ist es dann fürs kleine Anfänger-Karpfenangeln und durchschnittliche Schleppen auch so am Koori. Dann ist auch wirklich schon das Limit erreicht. 30% weniger Bremsleistung tut auch schon ein bisschen weh. Und man merkt deutlichen Unterschied bei der Bremsleistung. Und deswegen gehe ich da jetzt auch schon dran. Ja, kohlemäßig muss ich sagen, ist das ja nicht wirklich viel, ne? Also die Reparatur kostet wirklich nicht viel. Und deswegen gehen wir da gleich auch mal nochmal rein. Was wir jetzt hier gleich auswählen, das gucke ich mir auch gleich nochmal im Detail an. Das Ganze sieht man ja auch hier. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel auf... Warte mal, muss man mal eben... das aus und das an. Uns wird hier angezeigt, hier oben in dem Bereich, auch wenn wir die Route ausgerüstet haben und in der Übersicht sind vom gesamten Setup, Schnur und so weiter, der Verschleiß des Getriebes, das wird uns angezeigt. Das heißt, wir haben 19,5% Verschleiß auf dem Getriebe. Das sieht man, wie gesagt, auch hier. Das Ding ersetze ich noch nicht. Das fahre ich auf jeden Fall, ja, ich denke mal noch weit über 30%, denn ja, ich fahre das Teil halt nicht am Limit, die Route. Wenn ihr das Ding mal am Limit fahrt und auch gerne mal irgendwie hart in die Bremse geht, beziehungsweise ja, also wie gesagt, harte Drills, viel auf Karpfen unterwegs seid, würde ich auch da ungefähr so in Richtung 30% vielleicht anpeilen. Ansonsten, wenn ihr damit entspannter unterwegs seid, auch das dann, wie gesagt, vor 49 bzw. vor 50%. Ich muss mal gucken, wann ich da reingehe. Irgendwann zwischen 30 und 40% werde ich dann wahrscheinlich irgendwann reparieren. Reicht mir völlig, wie gesagt, weil ich die halt recht entspannt verwende, die Rollen. Genau. Deswegen, das kommt raus, das machen wir heute nicht. Kugellager ist auch so ein Ding. Kugellager hat jetzt gerade 2,6% Verschleiß. Also, ja, lohnt sich halt überhaupt noch nicht. Auch das Ding sehe ich dann eher so bei 50% bzw. 49%. Wir haben hier auch wieder, ne, es wird dadurch, weil es halt nur so wenig verschlissen ist, haben wir quasi fast, ja, ich sag mal 50% vom Originalpreis kriegen wir dann quasi zurück. Und wenn wir dann halt in Richtung 30 sind, dann macht es wahrscheinlich nochmal einen größeren Schritt und dann irgendwann, ja, wird es halt oder kriegen wir halt kaum noch was zurückerstattet. Dementsprechend wird es dann eben auch teurer sozusagen. Arbeitskosten relativ gleich immer, ne? Aber auch hier dann könnten wir irgendwann ein anderes Ding auswählen. Und ich habe auch gerade schon mal geschaut, wir haben hier zwei Komponenten. Siberia Original, das ist das Original Kugellager, was drin ist. Die haben beide Sternequalität von 2,5, also da macht es keinen Unterschied. Und in weiser Voraussicht würde ich dann als nächstes dieses Kugellager einbauen, denn das hier hat... ja, über einen, oder es verfügt über einen Salzwasserschutz. Salzwasser, hoffen wir ja gerade drauf, dass das jetzt bald kommt. Und wenn wir dann hier mit den Dingern vielleicht auch dann mal an einem Salzwassergewässer angeln, dann nutzen wir doch einfach die. Die sind auch noch günstiger hier, das Kugellager ist auch noch günstiger. Wie gesagt, Qualität ist gleich. Und ansonsten testen wir das doch einfach mal, verwenden wir einfach das. Also das würde ich sagen... kann man schön drauf machen. Auch das mache ich jetzt im Moment noch nicht.
ich warte da halt, ne, deutlich mehr Verschleiß ab. Warum soll ich das jetzt machen? Ich verbrauche erstmal das Teil. Wobei man ja auch sagen muss, ja, man kriegt dann was zurückerstattet. Aber es ist trotzdem natürlich deutlich weniger als Originalpreis. Von daher machen wir das hier auch nicht. Wenn das bei dir schon halt, ja, ich sag mal, über 30% verschlissen ist, kann man da natürlich auch durchaus drüber nachdenken. So, also zwei Komponenten, die ich halt so in diesem Status noch nicht austausche, weil reicht. Das gleiche betrifft natürlich hier auch die Spule. Spule, auch da gucken wir nochmal kurz rein in die Details. Auch das ist natürlich dann sehr, sehr teuer, mit das teuerste Teil. Also von daher fahren wir das Ding auch, soweit es geht. Also 49%, hart bis ans Limit, bevor das ersetzt wird. Alles andere macht so keinen Sinn. Bremse allerdings, ja, da gehen wir dann gleich rein. 14,5 das Original mit einer Qualität von 2,5 Sternen, gar nicht so viel. Und das Ding ersetzen wir durch das Teil hier mit 17 Kilo. Carbonix-Bremsscheiben bestehen aus Kohlefaser. Carbonscheiben sind beständig gegen hohe Temperaturen, die bei der Reibung unweigerlich auftreten. Die Verwendung solcher Scheiben ermöglicht es Ihnen, die maximale Bremskraft der Rolle zu erhöhen. Ja, also kommen wir dadurch auf 17 Kilo Bremskraft. Ja, natürlich teuer, aber deutlich geiler. Also diese 17 Kilo, das nehmen wir doch gerne mit. Das heißt, wir haben jetzt bald 17 Kilo Bremskraft hier drauf und das Ganze, ja, wie gesagt, fahren wir trotzdem halt nicht am Limit, ne? Deutlich bessere Qualität auch noch dazu, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Öl, 19%, auch das würde ich sagen, könnte man noch deutlich länger auf die Spitze treiben. 19%, auch da würde ich sagen, eher in Richtung 30%, auch das ist wahrscheinlich ökonomischer, macht wahrscheinlich mehr Sinn. Aber da gehen wir jetzt trotz allem rein und ich baller mir jetzt hier mit der besseren Bremse, hau ich mir jetzt hier auch noch ein anderes, ein besseres Öl drauf. Tja, bei all diesen Ölen ist jetzt natürlich die Frage, welches nimmt man da? Da wir die HSV ja quasi als Allzweckrolle einsetzen, also für alle möglichen Angelarten verwenden, kann man sagen, hat man eigentlich hier so drei wichtige, könnte man hier in den Blick nehmen. Das wäre zum einen hier die Mechanics, das blaue, hier dieser Edding sozusagen, oder von Stab bzw. Synthlab. Das sind so die drei, die eigentlich immer ganz gut funktionieren. Wir können ja noch mal kurz reinschauen hier. Es gibt ja auch immer so einen kleinen Infotext. Das sind so quasi diese, ich sag mal auch diese Universalöle, ne? Hier mit mittlerer Viskosität, nicht ganz so flüssig, also aber auch eben nicht so ein ganz festes Ding. Also das ist halt, wie gesagt, sehr schön ausgewogen. Blablabla, gucken wir nochmal kurz rein. Mechanismus zu, also schützt zuverlässig vor Korrosion, sorgt für eine gute Schmierung, perfekt für Universalspulen. Also das wäre hier natürlich schon, ne, mit 5 Sternen auch, wobei das haben die anderen hier auch, durchaus eine Option. Baseöl hier für 98 Silber, das hier sind wir bei 109 Silber. Gucken wir hier nochmal rein. Blablabla, der Firma Stab. Das Öl hat eine mittlere Viskosität, auch hier wieder. Es versorgt den Mechanismus mit guter Schmierung und hilft Stöße zu verkraften. Ausgewogene Eigenschaften für Allzweckrollen empfohlen, beziehungsweise dann haben wir hier noch das Synthlab, genau, das Balanceöl, Schmierung, Spulmechanismus, Gewährleistung, lange ununterbrochener Betrieb, wäre jetzt hier die günstigste Variante, kann man glaube ich ganz gut nehmen. Ich nehme dieses hier, das hatte ich jetzt hier auch auf den, ich habe hier auch dieses Heavy zum Beispiel für die Venga verwendet. Moment, das war Solid. Ich glaube, das hier ist es, ne? Das Extra Solid. Genau. Das war das, glaube ich, für die Powerspulen, genau. Ich nehme einfach mal das. Ich sag mal, preislich ist das ganz okay. Für
100 Silber. Heißt, da haben wir jetzt ein sehr hochwertiges Öl drin. Naja, im Vergleich zu 24 zum Originalöl ist das natürlich ein Riesenunterschied. Hoffen wir einfach mal, dass sich dadurch eben das Getriebe länger hält. Das heißt, wir haben hier weniger Kosten quasi beim Getriebe, was ja auch recht teuer ist. Und ja, es bleibt insgesamt auch länger fit, das Ganze. Ich hätte jetzt also nur zwei Komponenten, die ich jetzt so in die Reparatur gebe. Einmal das Öl austauschen, Bremse austauschen und den Rest machen wir dann, tja, vielleicht, wenn die Bremse nochmal durch ist, komplett. Vielleicht ist es dann soweit, dass ich das Getriebe dann irgendwann mache und Kugellager vielleicht erst nach dem dritten oder vierten Mal Bremse reparieren, dass die dann hier, die beiden Komponenten, nach viermal diesen ja, Schnellverschleiß teilen, dass man dann halt erst das andere alles repariert. Also Schnellverschleiß ist natürlich immer Bremse und Öl. Gerade wenn man hier natürlich, wenn man jetzt bei anderen Rollen unterwegs ist, bei Baitcast-Rollen verbraucht sich das Öl natürlich super schnell. Stationär-Rollen haben da nicht ganz so viel Ölverbrauch. Aber ja, das sind trotz allem eben die beiden Komponenten, die am ehesten durch sind. Ja, zum Schluss oder als am wenigsten Verschleiß haben eben die Kugellager bzw. der Spulenkopf und das Getriebe ist halt so, ja, mittel. Je nachdem, wie man es halt verwendet, wenn man viel mit Bremse zuarbeitet, viel Kraft übers Getriebe dann reinzieht, dann verschleißt das natürlich auch deutlich schneller. So ist das Ganze. Das Ganze kostet jetzt hier ja, knapp oder gut 650 Silber. Tut ein bisschen weh. Ich war gerade froh, dass ich hier die 62k gemacht habe. Aber zwei Tage Ingame-Zeit. Zack, zwei Tage Ingame-Zeit. Muss ich jetzt halt abwarten. Das heißt, ich sehe das jetzt hier natürlich auch noch auf oder in meinem Inventar. Wenn ich jetzt reingucke, jetzt kann ich schön angeln gehen. Sehe, hier läuft jetzt so langsam, ne, die Zeit ab, minutenweise. 53 Minuten und so weiter, 52. Also ich kann genau sehen, wann das Ding hier wieder ready ist und dann pünktlich hier wieder hin, mir meine Rolle wiederholen und zack, richtig Gas geben. Wie das Ding dann jetzt in Action ist und dann machen wir einfach mal auch einen schönen Test vielleicht, am besten aber mal im Livestream, dann verwende ich einfach mal die noch ganz gut in Schuss gehaltenen, wo sind sie hier? Da sind die anderen. Gucken wir da mal eben kurz rein. Gehen wir mal so im Detail hier rein. Das sind jetzt gerade die anderen. Guck mal, hier nur 9,5 Verschleiß. Bremse hat natürlich schon 11. Also 10% Verschleiß ist natürlich schon nicht ganz so wenig. Aber ja, die sind halt trotzdem noch. Ne? Die haben halt ein paar Wochen, sind die halt neuer. Und von daher haben die deutlich weniger Verschleiß halt jetzt drauf. Und die andere, die habe ich halt am Anfang auch hart getestet. Die musste etwas leiden. So, so viel dazu. Zum Reparieren, zum Pimpen, zum Aufwerten. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Mir hilft es, wenn du einen Daumen da lässt und den Kanal abonnierst. Vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.